Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Heute auf der Herbstausstellung 2023 in den Messehallen Kassel zu Gast am Stand von B&H Reisemobile. Und der Holger und seine liebe Frau, die zeigen uns heute mal ihre Mietflotte von der Marke Caretta mit dem Caretta Mini, dem Caretta 1500 und dem Caretta Offroad zusammen mit diesem tollen Ford Pickup. Und ich würde sagen, da lassen wir einfach mal die Experten vor die Kamera. Ich verschwinde dahinter, filme das Ganze und wünsche euch viel Spaß beim Rundgang über den Messestand. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Beate. Und ich bin Holger. Und gemeinsam sind wir B&H Reisemobile aus Bad Wildungen. Wir möchten euch herzlich einladen zur Herbstausstellung vom 28.10. bis zum 5.11. in diesem Jahr. Ihr findet uns mit unserer Ausstellung in Halle 2, Stand 206. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach vorne und schauen uns, was wir Interessantes zu bieten haben, dass ihr einen Vorgeschmack bekommt. Ja, und nun bin ich an unserem Offroader. Das ist unser kleines Flaggschiff, bei uns auch in der Vermietung und im Vertrieb. Wir sind Vertriebspartner von Caretta Deutschland und ich möchte euch den mal ganz kurz vorstellen. Unser Fahrzeug haben wir ausgestattet mit einer Familia-Markise. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit zuzüglichen Moskitonetzen, entsprechende Verdunklung an den Fenstern. Und das Tolle dabei ist, man kann wirklich echtes Offroad-Geschehen gelten lassen. Wenn wir ihn dann gleich in den hinteren Bereich gehen, kommen wir zu unserer Outdoor-Küche. Aber wir schauen uns ganz in Ruhe mal das von außen so an. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Spüle, 75 Liter Frischwassertank, einen Abwassertank unter dem Fahrzeug, sowie Staumöglichkeiten für Kochgeschirr. Wir haben hier eine 30 Liter Kühlbox, die auch in den Minusbereich gefahren werden kann, um Ware frisch zu halten. An diesem Fahrzeug haben wir eine Sonderausstattung, einen Tisch, optional halt mit einem Zwei-Flammen-Kocher und einem sehr stabilen Tisch. Optional ist das Fahrzeug auch ausgerüstet in der Vermietung mit einem Quido-Dachzelt. Liegefläche ist bei dem Dachzelt 1,40 m x 2 m. Und im Innenbereich des Wohnmobils kommen wir halt mit einer Liegefläche 1,95 x 1,50 zurecht. Und haben auch reichlich Staufläche im oberen Bereich sowie einem separaten mobilen Staufach. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Einfach kurz aufrollen, einlegen. Fertig. Die Staufach ist bis 25 Kilo belastbar und kann auch gegebenenfalls als sogenannte Kleinkinderliege genutzt werden. Ja, das soweit zu unserem Anhänger, Wohnanhänger Offroad. Für viele, die sagen, wir möchten gerne mal sowas mieten, aber ich habe nicht das passende Zugfahrzeug, bieten wir unseren Ford Ranger Wildtrak an, der gerne mitgemietet werden kann. Ausgestattet mit einer zuzüglichen Lagerbox. Das Fahrzeug verfügt über 200 PS und ist sehr zuverlässig. So macht der Urlaub im Bereich Camping Spaß. Ja, und nun gebe ich weiter an meine liebe Frau, an die Beate,
Und wir sehen uns gleich an unserem kleinsten. Hallo, jetzt darf ich wieder mal ein Modell vorstellen. Das ist der kleinste unserer Flotte. Es ist der Mini Caretta. Er hat eine Liegefläche von 1,20 auf 1,85, ein Leergewicht von 440 Kilo und das zulässige Gesamtgewicht 750 Kilo. Also, es eignet sich auf jeden Fall für die E-Mobilität, wenn man ein E-Fahrzeug hat, oder ein geeignetes Quad wäre möglich. So, Innenausstattung ist gleich. Fein, aber kleiner. Hinten befindet sich im Heck die Küche, wie bei unseren Vorgängern. Was hier in der Grundausstattung ist, der Kühlschrank mit dabei. Hier haben wir ein Waschbecken mit einem einflammigen Herd verbaut. Kann man sich individuell aussuchen, wie man es gerne möchte oder braucht. Das wäre jetzt zu dem Kleinen zu sagen. Ich gebe weiter an meinen Mann Holger und er stellt Ihnen gerne noch den 1500er Mini vor. Dank euch! Ja, nachdem Beate euch den Mini vorgestellt hat, bin ich mal wieder an der Reihe bei der ganzen Geschichte. Wir stehen in der mittleren Familie der Caretta-Familie bei dem 1500er, so nennen wir ihn. Der ist ebenfalls im hinteren Bereich ausgestattet mit einem Zwei-Platten-Kocher, ebenfalls auch mit der Spüle sowie einem 75-Liter-Tank für Frischwasser. Die Kühlbox sowie auch einen Ausschubtisch, der benutzt werden kann. Ganz besonders interessant ist es, diese Anhängerkupplung ist ausgestattet für einen Fahrradträger, sodass optional ein Fahrradträger angehängt werden kann und Fahrräder mitgeführt werden können. Das Fahrzeug verfügt ebenfalls über ein Ersatzrad im Offroad-Stil. Die Liegefläche ist gleichlautend wie bei dem Offroader. Einfach mal reinschauen. Bei diesem Fahrzeug haben wir dann ein Multimedia-System eingebaut. Und dieses Fahrzeug verfügt über eine Standheizung. Alle anderen Fahrzeuge können optional ausgestattet werden mit einem 600 Watt Keramiklüfter, der für den täglichen Gebrauch auf dem Campingplatz eigentlich ausreicht, weil, Klammer auf, die Fahrzeuge sehr, sehr gut isoliert sind und damit gebraucht. Optional gibt es auch dann den Alu-Gepäckträger, wo Sie gerne eine Box oben drauf tun können oder wie gesagt ein Dachzelt dazu kombinieren können. Dieses Fahrzeug haben wir einen Messepreis von 19.220 Euro als Mitnahmepreis auf unserer Messe. Ja, wir freuen uns auf euren Besuch. Schaut einfach rein bei uns in Halle 2. Stand 206 und wir freuen uns auf euren Besuch. So ihr Lieben, das war's hier von der Herbstausstellung 2023 in den Messehallen Kassel vom Stand vom B&H Reisemobilvermietung aus Bad Wildungen. Die Händlerdaten, ihr Lieben, die genaueren Daten der einzelnen Fahrzeuge schreibe ich euch alle in die Videobeschreibung unten rein. Ihr könnt mir in den Kommentaren mal gerne reinschreiben, wie findet ihr die Fahrzeuge? Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder den Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos, für mich aber nicht umsonst und hilft mir weiter. Und ansonsten, wie immer, passt auf euch auf, habt eine tolle Zeit und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Ich bin euer Andi und ich bin raus. Gut Nächtle!